Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin. Schaut hin. Ich bin ja froh, dass ich weiß, wo ich das Handy einschalte. Okay, jetzt musst du von mir Instagram anhaben. Ja, du musst jetzt Instagram machen. Hashtags. Ist das genau. Ordinär Hashtag? Wie du möchtest. Das kann man so und so sehen, oder? Ich glaube, wir sind stark, ja, oder? Bravo. So, also ich muss herzlich willkommen bei uns im Burgersdorf. Ich freue mich sehr. Servus. Weil wir haben uns ja, du hast gerade gesagt, du warst noch nie im Burgersdorf. Das ist unfassbar. Jetzt bin ich 62 Jahre alt und war noch nie mehr neben dem Burgersdorf. Durchgefahren bin ich immer. Ich erinnere mich auch an das Bad, das große Freibad. Ja, das ist umgebaut worden. Kleiner Bub, genau wie wir gesagt haben, warum gehen wir da nicht schwimmen her? Aber ja, wir cool. haben es nicht geschafft. Ich glaube, wir waren nach Schwammerl suchen, aber da weiß ich nicht, inwieweit wir Burgersdorf und die Wälder hier in der Umgebung gestrichen ja, haben. Ja. Das weiß ich nicht genau. Also ich muss ich gleich am Anfang noch was sagen, weil die Johanna Mikl-Leitner, ja. nicht weil sie mit mir befreundet ist, sondern das ist einfach die Art von Politik und Politikerin, die ich mir wünsche. Mhm. Das ist jemand, dem ich zutraue, das ja. ist jemand, dem man vertraut, das ist jemand, mit dem man reden kann. Und da gibt es nicht so viele. Alfons, wir reden ja sehr gerne über Mode. Ich bin modesüchtig, wenn ich das mal so sagen darf. Da musst du ja eigentlich herkommen, weil ich muss schon sagen, ich glaube, es gibt keinen in Österreich, nicht, dass ich jetzt irgendwen beleidigt, der schon bei uns war, der wirklich immer perfekt angezogen ist. Immer. Alfons, wenn ich dich sehe, wenn ich mir Facebook anschaue, alles, wo du auftrittst, ist das dein Style oder hast du wen, der das für dich macht? Das ist schon mein Style, aber ich habe natürlich im Laufe der Jahre, in den Jahrzehnten, ich bin jetzt schon über 30 Jahre beim Fernsehen. Wahnsinn, ja. Unfassbar, ja. Habe ich natürlich Kolleginnen, die mich wirklich auch genau wissen, was ich will und was mir passt. Es war immer so die sportlich elegante Linie. Also ich bin nicht so ein Hinrotzer, das war noch nie meins, aber ich bin auch nicht überkandidelt. Was ich auch nie war, ich habe mich nie unterworfen einem Modediktat. Also wie Herr Lagerfeld gesagt hat, weiß geht gar nicht, habe ich das Fleiß weiß doch. Okay. Hast du Sachen wirklich auch, die du lang hast? Also oder bist du einer, also ich habe wahnsinnig viel. Ich habe sicherlich noch 20 Teile, die 30 Jahre alt sind. Ja. Also lauter so Gala-Sachen, die vielleicht in meinem Leben bisher 20 Mal angehabt habe. Ja, und vielleicht kommen die auch wieder. Wir Männer haben es ja leichter als ihr Frauen. Nicht? Ihr müsst ja sehen, das bei meinen Kolleginnen, egal ob das die Arabella Kiesper ist oder die Miriam Weichselbraun oder die Schöneberger. Ihr dürft ein Kleid einmal anziehen und dann ist es aus. Und mittlerweile bei uns Männern ist es auch schon langsam so. Ich bin jetzt bei der letzten Stars am Wörthersee, haben wir prompt Zuschriften gekriegt, haben Sie dieses Sakko nicht schon mal vor 2 Jahren angehabt? Das ist mir noch nie passiert als Mann, aber jetzt offenbar passen die Leute auch schon. Als Moderatorin, fast auch schon als Moderator, bist du mit 60 eigentlich weg. Ne? Bitte fragen Sie jetzt ja nicht, wie alt ich bin, meine Damen und Herren. 52 bis auf Widerruf. Ja, aber man kann das herausfinden bei dir, oder? Ja, ich habe nie gelogen drüber. Ja, aber das musst du eigentlich sagen, weil ich finde das ja ein Wahnsinn. Da muss ich dich eh noch fragen, was du alles, heute kommt es dann wirklich raus, was du alles machst, dass du so gut ausschaust. Ja? Aber ganz kurz nochmal zur Mode. Ja? Ich meine, du bist Mr. Opernball, man sieht dich im Fernsehen immer mit Anzug, du bist immer sehr straight angezogen. Hast du eigentlich jahrelang immer die gleiche Konfektionsgröße? Schaffst du das zu halten? Nein, ich habe mich nur jetzt wieder verändert, sehr breit da oben und teile ich wieder schlanker. Ich habe schon gehabt 85 Kilo, ich habe 89 Kilo gehabt in meiner King and I-Zeit und da bin ich halt als König mehr halbnackt auf der Bühne gestanden als sonst was, weil alle nackt waren, spielt in Siam. Und da habe ich wahnsinnig auftrainiert, da habe ich sicherlich 7-8 Kilogramm mehr Muskeln gehabt. Okay, wie ist das, kann man mit Alfons Heider auch mal in der Nacht zum McDonalds gehen oder zum Würstelstand und einen Käsekrainer essen? Natürlich. Oder bist du dann so, na, da wird geschlafen und da ist das und das? Ich mache genauso, ich habe genauso meine lustigen Ausreißer. Aber das muss ich sagen, über 50, dann über 60, die Rekonstruktionsphase des Körpers wird ärger. Also wie 30 war und die Nächte durchgemacht habe, war das völlig wurscht. Heute, wenn ich so eine Nacht Gas gebe, dann brauche ich schon bis zum nächsten Mittag, bis ich wieder. Darum gibt es bei mir auch keinen Alkohol, wenn ich drehe. Zu mir sagen meine Kollegen immer, bist du fad? Nicht einmal 3 Bier oder was sage ich? Nein, ich glaube, muss man bitte eine Live-Sendung. Du, aber ich meine, du bist ja schon 3-4 Stunden drauf, also moderierst du dann durch, ja? Ist es für dich eigentlich, wenn man dich jetzt so. Sind Fernsehauftritte anstrengender als Live-Event-Moderationen oder wie ist, also ist dir das egal? Es ist die Breitenwirkung natürlich durchs Fernsehen. Jetzt die Stars am Wörthersee haben 1,2 Millionen Zuschauer gehabt. Super, alles ja. zusammen. Bravo. Es war genial natürlich. Da kann man auch in Deutschland. Und da kannst du natürlich so schnell abrutschen,
Ich werde immer gefragt, ob der Opernball etwas Besonderes ist. Ja. Natürlich ist der Opernball etwas Besonderes. Wie viele hast du schon gemacht? 25. Ja, cool. Ich bin mittlerweile der älteste Diente. Ja, das ist, glaube ich, schwierig. Live-Ball vor 2 Jahren kommt auf mich zu, die Kelly Osbourne. Ja. In einem wahnsinnig tollen Kostüm, jetzt nicht so halber wie sie kam, die kommt auf mich zu, war schon auf Sendung, also viel zu früh da. Und ich sage, komm, die Kelly ist da und so, hey, how are you? Und ich sage, oh, it's so good to see you, gerne auf Franz. Und ich rede, mache mit der ein Interview. Und naja, Kelly und hin und her, Kelly. Und ganz am Schluss sagt sie zu mir, by the way, I'm not Kelly Osbourne. Ist eine falsche für mich gestanden, eine amerikanische Sängerin, die wir nicht erkannt haben. Und ich sage, mach dein Interview als Kelly Osbourne. Sogar, ich würde heute noch glauben, dass die Kelly Osbourne. Ja. Du, vor 20 Jahren hätte ich mich umgebracht, da war der nächste Kamera rein. Ich habe so gelacht, ich glaube, die pflanzt die. Ja. Gehst du selber auch wirklich einkaufen? Oder wie für Shows machst du das? Habe ich jetzt, da gibt es 3, 4 wunderbare Ausstatterinnen vom ORF, die genau meinen Geschmack kennen. Ja, sehr gut. Und die bringen das dann und dann müssen wir nicht unterwegs sein. Es ist dann immer meistens auch ein Auflaufen. Seit der Handyzeit, früher war das so herrlich, wo wir kein Handy gehabt haben. Jetzt bist du natürlich mit dem Selfie bist natürlich geliefert. Ich bin jetzt schon so weit, wenn ich nicht mehr will, dass ich manchmal sage, aber ich mache das Foto von euch. Und die Leute, weißt du, wie oft die hineinfallen, wenn ich sage, können wir ein Foto machen? Und die sagen, gerne, nimm die Kamera und fotografiere die Leute und geh weg. Das ist so. Wir haben sogar einen Spaß draus gemacht in einer Kabarett-Sendung, weil das so oft funktioniert. Ich habe auch meine wilde Zeit gehabt, wo wir gut verdient haben noch. Ich glaube, ich habe so viel Laprerie gekauft, ich hätte mir davon einen Kleinwagen kaufen können. Mhm. Und bin dann drauf gekommen, dass eigentlich die Verzeihung, dass die einfache Nivea genauso viel Effekt hat. Die habe ich auch zu Also Hause. Das ist, du kannst dir ins Gesicht schmieren, was du willst. Ja. Viele dieser Produkte sind sogar Hämorrhoidensalben, habe ich mir sagen lassen. Hat es auch den Uschi-Glas-Skandal gegeben. Weiß, Das ist die Zusammensetzung der Hämorrhoidensalbe, war das da die Falten weggegangen. Also, wenn ich mir vorstelle, die Tum ist für verschiedene Körperteile. Ja, ich weiß, Reicht das schon die Hämorrhoidencreme von der Mama? Nein, so weit soll man nicht gehen. So ist es nicht. Sehr schön. Ich könnte mit dir stundenlang weiterreden, aber ich glaube, wir haben alles, gell? Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.